Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Space Astronomy. Ich bin's, der Black. Ja, und ich muss euch etwas verraten, denn ja, ich hatte den Server nach der letzten Aufnahme ja noch ein bisschen laufen lassen und dabei gab es einen Stromausfall. Ja, Stromausfall heißt in der Regel, dass das Spiel abrupt abstürzt und die Welt hinüber ist. War sie auch. Ich habe aber ein bisschen was retten können, was in der Hinsicht funktioniert hat, dass ich quasi eine alte Backup-Welt, die dummerweise viel zu lange her war, quasi mit der neuen sozusagen vermischt habe. Ich habe halt quasi die Dateien, die in Ordnung waren, rüber kopiert und die Dateien, die eben nicht in Ordnung waren, die habe ich da gelassen. Im Prinzip bedeutet das, dass alles normal ist, bis auf diese normale Overworld hier. Bis auf diese Welt, da ist das alte Backup geladen gewesen, welches ich dann nochmal nachkorrigiert habe, indem ich hier hinten zum Beispiel hier den, ja, diese Kohlenstoffgeschichte nochmal hingesetzt habe, diverse andere Sachen. Das Teilungssiebel selbst habe ich mir, ja, ercheatet diesmal. Ich habe das also nicht nochmal aufgebaut hier vorne und nochmal auf den Dingens gewartet, sondern habe mir das ercheatet, genau wie die Rakete, die ja auch hier stand. Und das Dings, das müsste alles so in etwa stimmen. Mein Inventar müsste dasselbe sein, was sich, sagen wir mal, was aktuell ist und nicht dem Backup entspricht, sind Dinge wie der Mars. Und auch, ja, dieses hier. Also, die Farmwelt. Die Farmwelt selber, seht ihr ja, ist relativ tief. Das liegt daran, dass diese eben, ja, weiter lief. Also, sprich, die Farmwelt hat Ressourcen produziert, die aber in der normalen Welt ja jetzt zwar angekommen waren, aber nicht mehr gespeichert sind. Das heißt, wir haben da ein bisschen was verloren. Um den Effekt noch ein bisschen zu, sagen wir mal, zu verstärken und es authentischer zu machen, habe ich auch ein paar Diamanten weggeschmissen. Diamanten, habe ich alle weggehauen? Ah ne, hier sind noch zwei. Habe ich ein paar Diamanten, ja, außer Betrieb genommen. Einfach, um den Diamantenmangel, den wir hatten, auch wieder darzustellen. Damit, ja, damit das auch einen Sinn hat, was wir in den letzten Folgen gemacht haben. Hier sehen wir, kommt ein bisschen was durch. Es kommt auch Marsbruchstein durch. Das habe ich auch wieder alles so weit her eingestellt. Ihr seht, hier kommt jede Menge Zeugs an. Allerdings haben wir, wie gesagt, jede Menge Ressourcen verloren, die einfach jetzt weg sind, weil, naja, weil wegen ist so. Wir können ja nochmal auf den Mars gehen, denn da habe ich auch noch was geändert. Wie gesagt, der Mars selbst war auch wieder eins, oder eigentlich eine von allen Welten, die geupdatet waren. Das Einzige, was halt war, dass dieses Portal nicht connected ist, deswegen musste ich nochmal hinfliegen. Und deswegen sieht man hier auch dieses kleine Bällchen, das vom letzten Flug hierher ist. Außerdem war, das war das Dumme, der Mars bereits fertig, als der Stromausfall kam. Also sprich, das Marsloch, die Query, die ist ja viel schneller, die war bereits durch, die hat ja schon gebuddelt, ist bis auf Bedrock runter und war fertig und dann kam der Stromausfall und damit waren alle Marsressourcen weg. Entsprechend habe ich da einfach auch nochmal, naja, neu angesetzt daneben. Übrigens haben wir hier eine Höhle angebuddelt, wie man sieht. Eine Höhle voller Viecher, voller karvenösen Weinranken und voller Schleimzeugs, was auch immer. Ja, jedenfalls interessant, solche Marshöhlen gibt es also auch und ja, hier unten gab es glaube ich auch ein paar spezielle Viecher, ich sehe die nur gerade nicht, glaube ich musste da reinrennen, wenn die kamen, ja genau, da kamen die grünen Bobbelfobbelviecher hier, was auch immer die machen, außer uns zu nerven, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie sind da gewesen, ist toll, hier auf der anderen Seite habe ich bis jetzt noch keine Höhle entdeckt, dass wir da eingebuddelt hatten. Das Wasser ist auch weg aus irgendeinem Grund, das was hier eigentlich runtergeflossen ist. Aber nun gut. So, dann haben wir hier. Genau hier, obwohl hier unten ist vielleicht eine Höhle. Können wir gleich mal gucken. Da, nein, nur eine kleine. Und hier haben wir auch nur ein kleines Loch. Okay. Auf jeden Fall, hier sind wir auch schon wieder relativ weit. Das Zeug ist soweit abgefarmt. Sollte aber auch so sein. Hier haben wir Phobos oder Deimos, einen der Monde. Ich glaube, dass da ist Deimos, dass da ist Phobos. Phobos war, glaube ich, größer. Ich bin mir aber nicht sicher. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir ja, die zwei Monde vom Mars, wo man auch drauf fliegen kann und wo wir auch drauf fliegen werden, entdeckt. Hier steht alles. Den Mars Rover, den habe ich auch hier stehen. Den habe ich natürlich nicht nochmal neu gebaut. Dabei muss ich mal gucken. Das fällt mir gerade so ein. Ich glaube, das war extern gespeichert. Habe ich das gebackupt? Ja, oder wir lassen das Spiel abstürzen, das geht auch. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich hoffe mal, dass es nicht jetzt nicht dauerhaft, dass ich da ab und zu mal reinkomme, aber ja, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder.
Neuer Versuch, neues Glück. Das klappt also. Rakete Stufe 1 haben wir. Mondrover. Okay, Rakete Stufe 2 ist auch drin. Güterrakete und T4 Rocket. Okay, das heißt, die hat es alle geupdatet. Das waren eine von den Dateien. Wie gesagt, das Einzige, was ich nicht rüberkomponieren konnte, war die Overworld. Da hat es irgendwas zu hauen. Also müsste das auch soweit funktionieren. Gut. Gut, das MMI-System, das hat auch nicht funktioniert. Da war auch noch viel mehr drin, weil wie gesagt, sieht man daran, ich habe ein Teilungssiegel drin und eins inaktiv, das war das Inaktive, was wir hatten, und das Teilungssiegel aktiv, das war das, was ich mir ercheatet habe, damit ich das jetzt nicht nochmal machen muss. So, ansonsten, haben wir jede Menge Gemüse, jede Menge Zeugs verloren, aber was soll's. So, als nächstes wollte ich eigentlich ganz gerne mal gucken, dass wir hier den... wir brauchen ein bisschen mehr Raffinerie. Wir brauchen ein bisschen mehr an Sprit, vermutlich, wenn wir wirklich überall mal hinreisen wollen. Da reicht das bisschen, was wir haben, nicht aus. Wir brauchen auch, das muss man sagen, eine Pumpe, glaube ich. Ne? Brauchen wir eine Pumpe? Lalalala. Pumpe. Um überhaupt an das Öl ranzukommen. Hier unten ist ja zum Beispiel jede Menge Öl. Wir brauchen eine Pumpe, wir brauchen Leitungen und wir brauchen... erstmal eine Möglichkeit, das Öl nach oben zu transportieren. Ich glaube, das wird das sein, was ich jetzt mal angehe. Wir brauchen also eine Pumpe. Was haben wir denn für Pumpen? Wir haben eine, ich mache mal eine Pump noch mit dazu. Pump Plus von Query Plus. Was will die mit Kaktussen? Eisenbarren, Redstone, Glas, Kaktus, Goldbarren. Okay, normale Pumpe geht so. Die Endothermie-Pumpe wäre vielleicht noch eine Option, aber ehrlich gesagt, mir reicht die normale Pumpe erstmal aus. Was ist das hier? Eine Vakuumpumpe von Pneumaticraft. Ja, gut, okay. Haben wir noch gar nicht angefangen. Brauchen wir nicht. Immersive Energy Ring hat auch eine Pumpe. Weiß aber nicht, wie die funktioniert. Ich bleib mal hier bei der Buildcraft-Pumpe. Die hatten wir, ich glaube, das letzte Mal in Pumpe. Machen wir mal Pumpe wieder. Die hatten wir, glaube ich, das letzte Mal in Dingens gehabt. Keine Flüssigkeiten vollgeladen. Okay, ein Roboter. Okay, in... Wie heißt denn das? Ich weiß es nicht mehr. Freunde, ich weiß es nicht mehr. In Minecraft Resurrection? War es Resurrection? Nee, in Minecraft, im ersten Minecraft, genau, in Feed the Beast Light, da hatten wir die Pumpe, und zwar in der Lava. Sonst hatte ich, glaube ich, nie eine eingesetzt. Tesserakte müsste ich ja auch noch haben. Toll. Ja, genau, wir hatten welche vorbereitet und die sind jetzt, glaube ich, auch weg. Toll. Ganz toll, lieber Black. Aber nichts zu ändern, ist ja jetzt halt so. Wir haben Tesserakte, wir haben die Pumpe. Wir haben einen Tesserakt, wir brauchen zwei Tesserakte wenigstens. Ja. Das heißt, wir müssen nochmal Tesserakte machen. Sorry, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Ist jetzt halt so. Also, zwei Stück, naja, immerhin. Wir gehen hier hin, kloppen die beiden hier rein. Und dann muss ich nochmal gucken in der Solid Ender. Eins müsste, glaube ich, reichen, glaube ich, oder? Nee, ich brauche zwei. Für jedes eins. In der. Das sind ja dieselben, die wir vorher hatten. Ich glaube, ich habe ein paar Diamanten zu viel gelöscht. Ist aber egal. Wir legen jetzt los. Was haben wir hier drin? Nur geschmolzenes Alu. Zwei Barren. Wollen wir mal rauslassen. Einfach nur, weil wir was können. So. In der Zwischenzeit ist das Enderium geschmolzen. Holen wir das raus. Das da rein. Wollte übrigens auch mal die Dinge ein bisschen nach oben erweitern. Müssen wir auch mal machen. Aber jetzt nicht gleich. So. Okay, 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 okay. Kommt raus. Fertig. Fertig. Werdet fertig. Die brauchen wir so lange. Ich bin ungeduldig. Die brauchen gerade echt lange. Müssen doch voll sein, oder? Ja, sind sie jetzt. Okay. Dankeschön. Ihr habt mich schon gerade ein bisschen erschreckt, muss man sagen. So, die Tesserakt-Rahmen rein. Tesserakt. Mit T. Tesserakt. Okay, Tesserakt-Rahmen voll haben wir. Ja, ich brauche das hier. So. Was fehlt denn? Silber. Okay. Nein. Nein. Silber. Haben wir natürlich alles zusammengefitschelt. Ja, 1, 2. Machen wir mal so hier. So, bisschen Silber so rein. Tessa. Hallo. Tesserakt. Okay, noch einmal. So, 1, 2. Jetzt haben wir
Diese drei Tesserakte, das ist soweit gut. Wir brauchen die Pumpe, das haben wir auch. Wir benötigen zusätzlich dazu Pumpe, hatten wir ja gesagt. Genau, wir brauchen zwei Tesserakte, ist okay. Wir brauchen Rohre, ist auch okay. Da können wir ja die normalen Leitungen nehmen. Leitung. Da haben wir hier Flüssigkeitsleitung, das ist okay. Weil ich will ja eh filtern und deswegen ist das schon richtig so. Und dann müssten wir die Pumpe einfach mal setzen und gucken, was bei rumkommt. Achso, genau, Müll gibt es da auch hier. Mülleimer, Müllturm, öffentlicher Mülleimer, nee, Trash. Verdammt, ich, T, hallo. Immer dasselbe manchmal, T-R-A-S, Trashcan, Energy nicht, Trashcan Fluids. Dann sollte man auch Energy trashen? Frage ich mich schon seit, ich weiß nicht wie lang. So. Okay, weil, wie gesagt, Trashcan, hallo. Energy trashen ist ja, wie gesagt, letzten Endes, die Überschüssige geht halt verloren. So kenne ich das. Beziehungsweise, bei Buildcraft, da könnte es ja sein, dass manche Leitungen durchknallen. Okay, da vielleicht. Habe ich jetzt Fluids? Genau. Trashcan Fluids. Wir gehen mal hier hinter und werden das erstmal hier versuchen. Und mal gucken, ob und wie weit wir da kommen. Müssen nur mal gucken, wo wir das hier ansetzen. Ich glaube hier. Setze es einfach hier an, genau. Setze einfach hier die Pumpe hin. Pumpe. Die steht soweit. Wir brauchen den Tesserakt oben drauf. Oder an der Seite. Ist eigentlich Wurst. Soweit, so gut. Der kriegt nicht Query. Der kriegt jetzt die 2. Und zwar Pumpe. So, wir machen das so. Item-Modus, keiner. Flüssigkeitsmodus, nur senden. Energiemodus, nur Empfang, genau. Oder senden, Empfang ist eigentlich Wurst. Flüssigkeitsmodus nur senden, Energiemodus nur Empfang. So, aber noch nie aktiviert hier. Hier, so. So. Soll ja noch nicht laufen, weil es kann ja noch keine Flüssigkeiten weghauen. Außerdem, warum? Achso, 2 hätte ich ja auch speichern müssen. Pumpe. So. Plim. Aktiv. So. Okay, der speichert es natürlich noch nicht, der geht nur nach unten. Mehr macht der gerade nicht. Na gut, soweit so gut. Das könnte wahrscheinlich zu den ein oder anderen Lecks führen. Das ist mir jetzt erstmal egal. Soweit so gut. Wir gehen mal hier wieder durch. Gehen mal nach hinten. Hinten. Hier hinten, hinten. Und gehen mal, hier unten ist ein bisschen wenig Platz. Ich mache das auch noch hier. Deswegen, warte mal, welche Richtung müssen wir denn? Das ist schon ganz richtig so. Ich gehe mal hier hin und guck mal, wie ich mich hier durchbuddel. Hier haben wir die Raffinerie. Da sind wir doch genau dahin, wo ich wollte. Sehr schön. Ja. Man kann es auch übertreiben mit der Geschwindigkeit, aber okay. Wir sind auf jeden Fall gut dabei. So, Raffinerie. Machen wir hier noch ein bisschen Platz. 1, 2. Und hier in die Richtung auch noch. 1, 2. Das Teil hier eigentlich auch, aber ja, später. Okay, soweit so gut. Die Raffinerie ist unten fertig. Das heißt, wir müssten jetzt hier unten einen Tesserakt hinstellen, der das Ganze empfängt. Und zwar hier, wobei ich dann auch eigentlich einfach nur ein Kabel hier runter leiten kann mit Energie. Das müsste auch funktionieren. So, Pumpe. Erstmal ignorieren, genau. Pumpe aktivieren. Energie-Items keine. Flüssigkeitsmodus nur empfangen. Energiemodus nur senden. So, das heißt, wir brauchen als erstes den Weg nach oben. So. Leitung waren, glaube ich, die roten. Hier nehmen wir die. Ja, okay. Dann gehen damit runter. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Hopp, 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 hopp. Und setzen diese Leitung hier nach oben. Zip. Und damit hat dieser Tesserakt Energie. Die Pumpe dürfte theoretisch schon arbeiten, wollen wir ja aber nicht. Praktisch soll ja noch ein bisschen was passieren. Nämlich als erstes werden wir halt eine Flüssigkeitsleitung uns holen. Nallen die hierher.
gehen hier mit der Trashcan ran. Holen uns einen Wassereimer. Also ja, genau, ich setze die Trashcan gleich hier daneben. Dann kann ich die Flüssigkeitsleitung gleich so setzen. Sopp. Okay, soweit so gut. Dann hier nochmal Trashcan. Haben wir. Wir brauchen Filter. Filter. Einfacher Itemfilter. Existierter Itemfilter. Modfilter. Aufladbarer Itemfilter. Filterrohr. Ist egal. Wir brauchen das hier. So. Wir haben wieder noch. Gut, das ist leicht. Das hier kriegen wir das auch noch hin. Das ist auch leicht. Das reicht mir aber gerade nicht, sehe ich gerade. Ich brauche ja 4. Machen wir gleich mal alle weg. So. So. Okay. 1. Eigentlich brauche ich 2 davon, fällt mir gerade ein. Wären zumindest nicht unhilfreich. So. Wobei, eigentlich brauche ich keine 2 davon. Doch, ich brauche 2 davon. Dann brauche ich ein mehr, 2 Stück. Ein Wassereimer. Und einen anderen Eimer mit Öl drin. Das Öl hole ich mir mal schnell von irgendwo. Ich hole mir Öl. Denn damit kann ich ölen. So, da ist auch schon unser Dingens da. Okay, runter. Hier unten war ja irgendwo welches. Ne? Dann nehmen wir gleich von hier quasi ein bisschen was raus. Ich bin mir nicht sicher, ob der hier alles wegfarmt. Wie die Pumpe das funktioniert und wie die das macht hier. Wir werden es sehen. Das war der falsche Eimer. Da, einmal rein, ein Öleimerlein. Und dann gehen wir wieder nach oben. Okidoki. Und gehen damit irgendwo anders hin. Zu Hause. Genau, da wollen wir hin. Lalalala. Und bauen dann quasi ein Filtersystem, dass das Öl ja, rausgefiltert wird und ja, in den Tank zum Beispiel läuft. Tank wäre eine gute Maßnahme. Tank. Haben wir denn noch irgendwie... Wo sind denn die Dinger? Ich sehe die nicht. Die sind immer so schön zu sehen. Da, Tank. Da, wo es leer ist. 2 Stück. Das ist viel. Naja, gut, reicht erstmal zum Testen. Dass es überhaupt funktioniert, so wie es soll. Die Seite, genau. Und bauen halt auf diese Seite hier hinten einen Tank. Tank. So. Also kommt hier rein, extrahieren, insertieren, mit einem Filter geht der da rein. Achso, hier kann ich ja gar nicht, ich brauche da andere Leitungen. Aha. Okay, Leitung geht ja nicht mit denen. Warte, wo sind sie hier? Flüssigkeitsleitung, Extraction, Flüssigkeitsdruckleitung, sofortiger Flüssigkeitsteleport ermöglicht verschiedene Flüssigkeiten durch dieselbe Leitung transportieren. Ich glaube, die hier brauche ich. Gucken wir mal. Machen wir das mal so. So. Einmal weg. Nochmal weg. Okay. Also noch einmal. Versuchen wir es mal mit der Leitung. Kann ich jetzt hier einen Filter reinhauen? Ja, hier kann ich filtern. Schön. Extrahieren, insertieren. Einfacher Itemfilter. Reicht nicht. Kann ich nicht reintun. Achso, das geht nur mit dem Zeug. Na gut. Auch gut. So, dann hier rein. Extrahieren, insertieren. Wasser in die Trashcan. Weil Wasser braucht man nicht so viel. Okay. Und hier. Modus extrahieren will. Modus extrahieren. Okay. Dann hier. Wasser. Nee, insertieren. So. Genau. Modus hier. Insertieren. Okay. So stimmt's. Whitelist. Genau. Hier kommt Wasser rein. Und eigentlich allgemein könnte man nicht Blacklist und dann auch Öl reinhauen. Weil Öl darf hier nicht durch. Ja. Und alles andere soll halt reingeflüssigt werden. Ist okay. Extrahieren. Okay. Immer aktiv. Und theoretisch müsste jetzt hier schon Wasser ankommen. Wobei wir natürlich kein Wasser sehen. Deswegen müssten wir mal kurz nochmal Glas holen. Wir haben doch noch normales Glas, genau. Daraus machen wir uns mal ein paar Scheiben. Hopp, hopp. Tank, nicht Glastank, sondern nur Tank.
Schönen Tank, wo bist du? Da. Okay. Nehmen wir uns da nochmal. Eins. Zwei. Komm. Hol der Geiz. Gehen damit runter. Hauen mal hier noch einen Tank hin. Gehen hier auf nicht deaktiviert. Extrahieren. Ja, gehen auf da auf extrahieren, genau. Und hier auf insertieren. Blacklist. Okay, das ist eingestellt, das ist eingestellt. Hier ist auch eingestellt. Theoretisch müssten wir dann halt haben wir aktiv, ne? Flüssigkeitsmodus nur empfangen. Energiemodus nur senden. Okay. Soweit so gut. Wir müssen hier hinter zu der blöden Pumpe. Blöde Pumpe muss nämlich jetzt anfangen, quasi das Wasser wegzupumpen. Wenn wir den hier hinten aktivieren. So. Aktiv. Ist schon aktiv. Achso, hier. Zup. Ob das jetzt so läuft, keine Ahnung. Warte mal, wir gucken mal, ob der Strom kriegt überhaupt. Nein. Ignorieren. Alt, du Idiot, lass mich in Ruhe. Vielleicht liegt es am anderen Tesserakt noch. Müssen wir nochmal runter gucken. Lalalala. Ne, sinkt auch noch nichts. Okay, gehen wir nochmal hier hinter. Tütüt. Erstmal quasi, ich will erstmal sowieso das Wasser wegpumpen. Und dann setzen wir die Pumpe um und pumpen das Öl quasi raus. So lautet mein Plan. Und ich hoffe, dass das funktioniert. So. Gehen wir also erstmal hier runter. Gucken erstmal, was habe ich denn hier noch? Ei, auch 0. Genau. Und damit kommt Wasser an. Sehr schön. Genauso wie es sein soll. Hier pumpt er quasi jetzt gerade das Wasser raus. Was ich ja eigentlich nicht will, aber ist egal. Wir gehen auf hier wieder auf Invertieren. Außer eben das Öl. Und das hier können wir auch hier extrahieren. So. Und zwar mal aktiv. Dann kann der das Wasser hier wegzutschen. Das Wasser wird gelöscht. Das Öl müsste dann theoretisch dann hier hinten reinkommen. So lautet mein Plan. Aber so umsetzbar ist, wir werden es sehen. So. Aber momentan sieht es ja ganz gut aus. Aha. Heißt im Klartext. Mal hier noch. Da. Das war ein bisschen komisch angeordnet. Ist egal. Irgendwann müssten wir dann halt Öl da rausbekommen. Das war der erste Streich. Wir brauchen dann natürlich noch für das Raffinerierte und so weiter und so fort. Aber hier erst einmal kann er ein bisschen Wasser abtransportieren. Müsste ja funktionieren. Hat er, wie viel Energie hat er? 1000 von 1000. Okay. Ich sehe noch nicht, ob es mehr wird oder weniger. Sagt normalerweise nimmt er ja nur Water Source Blocks weg. Ich könnte hier vielleicht einfach mal zumachen, damit er hier nicht noch den Dingens leer saugt. Müsste ja funktionieren, hoffe ich. Lalalala. Weil das soll ja nun nicht sein, dass er den ganzen Fluss leer macht. Es wäre sehr, sehr ungünstig für den Fluss und für das Leben im Fluss. Deswegen machen wir hier zu. Vielleicht hilft das ja. Oh, hier ist ja auch noch Fluss. Wobei, der geht hier nicht sehr weiter. Das ist okay. Können wir lassen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so funktioniert, aber ich glaube schon. Hat ja vorhin auch. Ja, was auch immer das Loch gemacht hat. Ich gehe nochmal hinter. Lelelele. So, hier hinter. Lalalala. Wir bauen mal das Ding hier ab. Und bauen mal diese Trashcan hier ab. Bauen das hier mal ran. Ja, muss ja funktionieren. Da haut ja jede Menge Wasser rein. So. 15, 16, okay. Jetzt baue ich die nochmal ab. Und haue stattdessen die Fluid Can wieder hin. App. So. Und der muss das jetzt hier komplett leer tutschen. Genau. Wenn wir hier jetzt nochmal auf Insertieren gehen, müsste die wieder komplett voll tutschen, aber langsamer, wie man sieht, weil der natürlich, logischerweise, und effektiv nicht so viel hinkriegt. Öl hat er natürlich selbstverständlich noch keins, aber so geht uns keins verloren, wenn doch mal was rankommt. So.
Man sieht, dass es langsamer geht, weil ja hier die Hälfte auch reingeht. Insofern passt das. So. Lülülülü. Gucken wir nochmal nach. Was das ganze System uns sagt. Also es sieht halt noch nicht aus, als ob es weniger werden würde. Aber das wird schon funktionieren, denke ich. Joa. Ich bin zuversichtlich, meine Freunde, dass der jetzt hier so nach und nach das Zeug wegpumpt. Kann natürlich sein, dass er, wenn er hier hinten irgendwann mal angefangen hat, dass er das jetzt auch beendet. Ist dann aber halt so, müssen wir mitleben. So, und das hier für eine komische Ecke. Auch nicht schlecht. Okay. So, aua. So, ich werde das jetzt auch mal eine Weile laufen lassen. Wie gesagt, der Server läuft jetzt eh noch wieder eine Weile, weil ich, es muss und kann und sowieso jetzt erstmal rendern muss, hast du nicht gesehen. Die Folgen müssen ja heute noch raus. Ja, ein bisschen Pumpenarbeit muss ja auch mal sein. Kannst du mir was pumpen? Ja, wäre toll. So. So. Okay. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Den Eimer, den kann ich auch gleich mal ins Öldings reinhauen. Ja, Eimer Öl hier. So, dann hier runter, einmal hier runter, danke schön. Ja, machen wir das so, dass ich den Öleimer gleich hier reinqualle. Da gehört er ja hin. Den Wassereimer können wir auch gleich mal leer machen. Komm hier, der kann hier rein. So, bitteschön. Extrahieren wieder. Ich kann das wieder alles leer zutschen. Okay, wunderbar. Wird schon klappen. Bin zufrieden. Leute, ich hoffe, ihr seid's auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo es dann weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.